Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Koop-Episode hier im Verse von Star Citizen. Wir sind in der 3.13 und das Face-Over-IP ist kaputt. Aber das ist nicht das Face-Over-IP, was kaputt ist, sondern das ist die Kamera, die komischerweise momentan irgendwie nicht erkannt wird. Aber ist egal. So ist das halt. Ne? Wir haben auch immer noch das Problem mit der Freundschaftsliste. Wir haben nur 15 Leute drin, zumindest ich und wir alle, glaube ich, alle anderen auch. Und wir müssen uns immer wieder neu einladen. Ein bisschen nervig ist das Ganze. Aber will man machen. Ne? Dafür habe ich auf jeden Fall meine Waffen dabei und die Handhälter auch hoch. Das macht das schon mal ganz toll. Wir wollen heute auf jeden Fall hier auf Hörst eine kleine Motorradtour machen. Wir holen uns gleich ein paar Bikes. Mit dabei ist der One. Grüß dich. Servus. Hallo. So, dann ist der Revan mit dabei. Hallihallo. Und der kleine Puck. Servus. Und der Revan ist ganz leise. Der muss ein bisschen lauter sprechen. Flüstert. So, da hinten sind sie. Da ist One. Ja, wir haben es mal mit der Red mitgenommen. Ich hoffe, die Sonne spielt mit. Aber ich glaube, so wie es aussieht, ist die gerade aufgegangen. Das ist ja mal was ganz Neues. Oh, hier ist der Revan. Hallo. Hallo. Oh, sieht aber schick aus. Hier hast du dir ein Jäckchen gegönnt. Ja. Nicht schlecht. So, gut, dann lass uns die anderen mal abholen. Hast du eine Dragonfly? Hab ich, ja. So, ich würde mir auch noch mal kurz was anderes anziehen. Denn wir wollen heute hier, hatte ich ja schon gesagt, eine kleine Bike-Tour machen. Und wir wollen ein paar Harvestables finden. Ne? Zitko, der Sammelexperte, will mal wieder ein paar Harvestables finden. Das wird doch nichts. Ne? Den Pilz haben wir auch nicht gefunden. One ist dann nächstes Mal noch mal los und hat gleich drei gefunden. Auf Anhieb. Ja. So, lag aber wohl an der Origin, sagst du, ne? Ja, man braucht ein Origin-Schiff und muss vorher drei rote Schokoriegel gegessen haben. Ah, okay, das ist es. Um 13 Uhr. Und der kann nur gefunden werden, wenn man schon weiß, wo er ist. Toll. So, wir wollen uns auf jeden Fall jetzt erstmal hier eine schöne Klamotte anziehen, würde ich sagen, hier. Zack, Sabine aus. Dieses kaputte T-Shirt hier machen wir auch mal weg. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal hier richtig schön Ditte hier anziehen. Nee, das nicht. Das auch nicht. Auf gar keinen Fall. Lorvel Blues. Das ist super. Ja. Das ist richtig gut. So. Und dann setzen wir uns natürlich unseren nee, das nicht. Obwohl das sehr gut zum Biken passen würde. Aber wir wollen ja so ein bisschen was sammeln. Ne? Und deswegen setzen wir uns den mal auf. Die Hose lassen wir an. Und ich würde sagen, zu einem Biker gehört natürlich auch eine ordentliche Mütze. Na hier, so eine. Nee, so eine nicht. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist schon ganz Biker-mäßig. Bitte den Origin-Helm aufsetzen, der sieht richtig aus wie ein Motorradhelm. Ja, aber kann man ja leider mit der Privatklamotte nicht. Das wäre natürlich geil. Na, aber geht ja nicht. So, und hier noch. Dann setzen wir den hier aus. Invictus. Oder hier, das ist doch geil. Ach, komm, hier, mach mal so ein. Super. Hier noch. Invictus. Sowas. Nee, oder? Doch, ich hab einen Helm. Ich hab doch einen Helm. Ist doch super. Und aufpassen, die haben frisch rausgewischt bei Stutzäften sind, aber die Treppen runtergehen. Wo macht was? Weiß ich, wie, wo? Wenn es die Treppen runtergehst, die haben frisch rausgewischt, da fällt man leicht hin. So, ein paar Handschuhe ziehen wir uns natürlich auch noch ein. Ne? So wie so ein ordentlicher Biker halt aussehen muss. Hier, die. Geil. Voll gut. So, und jetzt noch eine Waffe ausrüsten. Das ist natürlich auch ganz cool, ne? So eine kleine, so eine Handknifte an der Seite. Ich hoffe, da kommt noch. Gut. Seid ihr jetzt mittlerweile alle schon da? Ja, wa? Na, Revan ist noch nicht da. Obwohl, du, Revan ist schon wieder weg, ne? Wahrscheinlich. Ah, ich wollte mich nur verorten. Oh ja, gut, das mache ich auch gleich noch. Sollten wir die Red ein Stück wegfliegen oder ist die da hinten safe? Die ist eigentlich safe, ne? Also der Autopilot wollte sie wegschaffen, ich habe sie dann ausgeschalten und dann ist sie halt gelandet. Hm. Ja, aber dafür geht sie nicht mehr auf, zumindest bei mir. Okay, vielleicht nicht unlocked? Warte mal, ich flieg mal hin. Weiß einer von euch zufällig, wie die Harvestables heißen, die es hier auf Hurston jetzt gibt? Irgendwas mit D? Irgendwas mit Dunmon... Root, ne? Wurzel. Root, genau. Oder auch Mega-Alge. Ah ja, genau, die Mega-Alge. Die, genau, die suchen wir jetzt. Und mal gucken, ne, vielleicht ist die ja was wert, wenn wir die verkaufen. Und vielleicht können wir es auch essen. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir können die auch direkt essen. Aua! Ist mir hingefallen. Was soll das denn? Hat mich wahrscheinlich der Wind hier oben geblasen, ne? Sag ja, ist frisch rausgewischt. The answer, my friend. Hier, ihn auch.
Hat du Bums gemacht? Er ist der Soldat. Er ist einfach mein NPC weggeblasen hier. Voll gut. So, da ist er. Die Dragonfly. Aber ich kann sie auch nicht mehr aufmachen. Ich sterb mal. Ich sterb mal kurz. So, puff. Und los geht's. So, wir müssen uns hier. Wir starten von Gate 1 übrigens, fliegen dann hier gleich links und dann sollte irgendwo Wasser kommen. Denn diese Wurzel soll wohl irgendwo am Wasser sein. Das ist die Info, die wir haben. Thank you. And please visit again. So, erstmal gucken hier, wo die Red überhaupt ist. Warum hier? Also ich krieg kann bloß momentan die Seitenluken aufmachen. Schon rübergeworfen. Mach's vom Cockpit auf. Ja, genau, geh ins Cockpit und macht Open All Exteriors, da müsste es gehen. Wahrscheinlich geht es nicht, weil sie offen ist. Das ist meistens ein Desync zwischen der Party. Für einen ist sie offen und für die anderen ist sie zu. Und wenn das ist, dann geht nichts mehr. Ist sie für irgendeinen offen? Revan, wollen Sie die offen? Nee. Okay. Weil ich hatte sie beim Aussteigen tatsächlich zugemacht. Achso, du hast es. Ja, vielleicht krieg ich habe sie offen gelassen. Vielleicht krieg ich sie deswegen auch auf. Gucken wir mal. So, wenn ich jetzt einschalte, dann wird mein Schiff wahrscheinlich etwas vorgeschoben werden vom Autopilot, ne? Ich kann sie auch nicht einwählen. Genau deswegen geht sie nicht auf. So. Ich habe noch nicht mal irgendwie was. Jetzt fliegt sie weg. Ja, ich habe schon wieder ausgeschaltet. Ist das Klappe jetzt aufgegangen? Nee. Ist das schon wieder der Autopilot, der dich wegschicken will, oder? Ja, genau. Deshalb geht sie vielleicht nicht auf. Flieg einfach ein bisschen weg. Ja, jetzt geht's auf. Ja, wahrscheinlich warst du wirklich noch im ja, jetzt ist der Autopilot weg und jetzt sagt da nichts mehr. Und jetzt bin ich ja stinkig. Sehr gut. So. Letzter macht die Tür zu. Warte, ich bin noch drin. Ich komm erst rein. So, gut. Dann würde ich sagen, aufsitzen. Busch. Und dann geht hier die wilde, wilde Biker-Tour los. Was macht er denn da mit seinen Händen? Sag mal. Hat der letzte die Tür zu machen? Boah, der hebelt ja richtig an diesen Dingern darum. Hat er das schon immer gemacht? Bei der Dragonfly? Dass der so Hebel da vorne hat und dann so da so hoch und runter zieht? Ist mir noch nie aufgefallen. Das hab ich, glaube ich, schon mal gesehen. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich hab eine Yellow Jacket, aber ich benutze die so ungern. Die fliegt sich besser und alles, aber ich finde, die Nox sieht einfach so schicki aus. Aber ich glaube, hier hat sich die Nox sieht super auch verändert, aus, oder? Bei den Bikes kann das sein. Was hat sich verändert? Die Fahrphysik kommt mir so vor, irgendwie. Ist die Cutlass jetzt zu oder offen? Für mich ist sie offen. Für mich gebe ich auch, ne? Ich ist sie zu. Nein, jetzt haben wir das Problem. Ja, komm, ich würde sagen, wir düsen erstmal los. Das war offen, wollte ich kurz sagen. Ne, so, und hier geht's lang. So, fahrt, wie gesagt, fahrt ein bisschen vorsichtig, ne? Gerade so vermeidet auch, wenn es geht, irgendwelche großen Hügel. Nur sowas Kleines, das geht gerade noch so, da fängt er sich. Aber wenn das so große Klippen sind... Die Nox halt angenehmer, weil die so schmal ist, ne? Da kannst du einfach zwischen Dingen durchhuschen. Und was sie auch rausgenommen haben, ist, glaube ich, dass die Tatsache, dass du so ein bisschen hochgehen kannst, ne? Ja, und runtergehen kannst. Das geht nicht mehr. So, genau. Ziel ist heute diese Wurzel, die neue, die mit der 3.13 reingekommen sein soll. Und mal gucken, wie lange wir brauchen. Ne? Ich denke mal, wir werden jetzt nicht wieder 2 Stunden machen. Da so viel gibt auch einfach Hörsten nicht her. Wenn wir jetzt auf Microtech wären, ne, dann würden wir wahrscheinlich wieder ins Träumen kommen und würden durch die schöne Landschaft fahren und würden einfach die Zeit vergessen. Aber hier, ne? Das ist ein wenig steinig. Ja, genau. Und da sind auch so Beamsteine, die wir hier haben,
Die können auf die mal... Kakteen aufpassen. Also an die Kollision und die großen, ja wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Es wäre geil, wenn wir die irgendwann mal so wegfetzen könnten, ne? Dass die so wegfliegen. Kommt ja dieser Steinbruch da vorne hoch. Ja, genau, ich muss mal gucken. Diese Strecke, die kenne ich eigentlich. Die sind wir ja mal gefahren, als wir damals dieses Rennen gemacht haben. Vor zig Monaten, das ist schon wieder ewig her. So, aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Wo? Ja, herzlichen Glückwunsch. Kaktee. Oh! Da hat es eins zerrissen. Aber da war kein Stein und keine Kaktee, einfach so. Ja, vorsichtig fliegen. Ja, ich muss auch aufpassen. Ich glühe auch schon an sämtlichen Stellen. Da war kein Ding. Ich hole halt noch eine. Ja, genau. Wer stirbt, kommt nach. Ne, ich würde auch sagen, also keine Garantie, dass ich hier heile ankomme. Ne, das ist, man muss wirklich so ein bisschen fahren und auch so ein bisschen gucken, wo man lang fährt. Nicht einfach geradeaus und hoffen, dass es gut geht. Ne, vielleicht auch teilweise ein bisschen langsamer fahren. Ja, das Ganze, das wird noch von Cloud Imperium Games bearbeitet. Diese ganzen Hoverbikes, das ist noch nicht so wirklich richtig gut. Aber das wissen die auch. Oder machen die auch. So, solche, diese Steinplatten, die würde ich auch vermeiden an eurer Stelle. Zumindest so gut es geht. Da hat sich aber einiges verändert hier. Mhm. Junge, Junge. So. Ganz langsam. Ah, jetzt kommen wir hier unten in diesen Graben. Ob ich hier so richtig gut lang gefahren bin, das weiß ich noch nicht so genau. Vermutlich nicht. Wir kommen hier rum. Mist! Und nu? Mein jetzt! Hier zurückfahren. Rückwärtsgang. Sind wieder runter. Ich will einen anderen Weg suchen. So geht das nicht. Das ist der nächste weg. Der nächste. Wer war das? Diesmal Duon, oder? Kaktee war das, ja. Ne, Kaktee. So, hier kommen wir runter. Auch, glaube ich zumindest. Jawohl. Den müssen wir uns merken, den Eingang. Ja. Oh, ich bin aber auch gut verkohlt hier vorne schon an dem vorderen Teil hier. Junge, Junge. Kannst du mich scannen, Revan? Guck mal, ob du mich scannen kannst und guck mal, ob du siehst, wie viel Heals ich noch habe. Kaktus. Kakteen. Kaktusse. Nein, das heißt Kakteen. Nein, ich meinte schon dich nicht. Warte mal, so, ja. Ich glaube, den Witz machen wir jedes Mal, wenn es Kakteen gibt. Das ist so ein Evergreen. Hast du Running Gag hier? Running 98,49%. Oh, das geht aber noch, ne? Ja. Na gut, okay. Dann weiter geht's. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier irgendwo rüber. Rechts sieht's gut aus. Ja, genau, würde ich jetzt auch vorschlagen. So, hier ist dieser Anfang von diesem Graben. Hier kann man richtig geile FPS-Kämpfe machen. Total geil. Machen wir auch noch. Das hat sich schon verändert. Ja, total. Aber geil, finde ich, geil verändert. Ja. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen voller geworden, ein bisschen, ja, so ein bisschen willkürlicher irgendwie. Ja. Ne, und man muss halt ein bisschen fahren, aber ist ja auch in Ordnung, dass man teilweise auch mal so ein bisschen lenken muss, ne, und nicht immer einfach nur Vollgas und gut. Kakteen sind halt gefährlich. Ja, noch. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch weiter, glaube ich, nach hinten. Wir sind noch nicht. Oh, ja, siehst du? Schon wieder so eine Dreckskaktee. So, müssen noch weiter nach da. Auf jeden Fall.
jetzt kommt der Bruch da mit dem See, oder? Ja, genau. Und da könnten halt schon diese Harvestables sein. Also sie sollen halt irgendwo beim Wasser sein. So viel weiß ich. Heute Morgen bin ich tatsächlich mal eine Stunde um die Küste abgeflogen. Ich habe nicht eins gefunden. Hier bei Lorbeer nicht. Kann durchaus sein, dass das irgendwo vielleicht da, wo die Schwefel-Area ist. Dort sind ja auch nochmal Gewässer. Kann auch sein, ja. Dort sind. Im Yellowstone-Nationalpark. Ja, können wir ja, wenn es gleich dunkel wird, können wir ja nochmal hinfliegen. Wenn wir jetzt hier nichts finden. Wie sollen denn die überhaupt ausschauen? Das sind so orange Früchte, sind das. Orange. Eckpflanz, wie Eierfrüchte sehen die aus. So, hier ist aber auch schon wieder ganz schön. Ja. Ich glaube, wir müssen da so. Wir müssen da so rechts rum, oder? Was meinst du? Links meine ich. Ja. Ich glaube, rechts ist, glaube ich, kein Durchkommen. You shall not pass. Hast du da was gefunden? Nee, nicht. Ich glaube, wir müssen echt hier komplett links lang. Jetzt müssen wir da rauf, wenn ja, da geht's, glaube ich, ein bisschen ganz vorsichtig. Schleift immer so über die Steine hier. Das ist. So, hier rum. Das müsste gehen. Und schon der nächste Graben. Gut, hier kommen wir rüber. So, ich glaube, wir müssen noch einen weiter. Oh. Hinter der nächsten Kuppe schon die nächste Überraschung. Ja. Oh, hier ist auch super. Hier fliegen wir hoch jetzt. Richtig gut. Ja, auf den Flickenteppich der Texturen. Ich jetzt auch, wenn ich stinke, dann sag ich winke, winke und bein. Ganz egal. Denn in Hürsten an der Rampe wartet schon die nächste Tanke. Okay, ich habe mich da jetzt dann wirklich eingefahren. Warte mal wieder zurück. Hast dich eingelullert. Oh, ui. Oh, ich glaube, das passt. Das passt. Oh, dass er immer so auf den Boden schlägt, ne? Total doof. Ja. Ein Trottel. So, aber wir müssen, glaube ich, noch weiter nach rechts. Also wir sind hier noch zu sehr geradeaus gefahren. Mal kurz gucken, wo der Hurston Tower ist. Ja. Ah ja, ich glaube, ich sehe ihn da hinten. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut hier. So, irgendwann kann man da, glaube ich, kann man da gute Spiele draus machen. Dann startet man beim Gate 1 und wer als erstes mit so einem Harvestable zurückkommt, hat gewonnen. Ja. 24 Stunden später. Ja, genau. War ich gerade in so einem Kakteen festgehauen. Ja, da musst du echt aufpassen, ey. Aber ich weiß ja, wie gesagt, ich überhaupt nicht, wie die aussehen. Es kann auch sein, dass ich jetzt schon 5-mal rübergeflogen bin über so ein Ding. Aber ich denke die mal, die sollen relativ wirklich am Wasser dunkel sein. Haben halt, sieht aus wie Seetank. Ja. Wie Seetank. Und haben dann aber ziemlich leuchtend orange, runde Eierfrüchte dran. Ja, ich meine, das haben ja diese Kakteen auch, ne? Diese. Ja, aber die sind ganz flach. Die sind extremst flach. Deshalb wäre ich lieber geflogen, weil man schräg oben siehst du besser. Ja, das ist ja langweilig. Fliegen kann jeder. Naja, also mit dem MPUV habe ich ganz schön gestruggelt im Sturm.
trifft er jetzt weg durch den Sturm. Naja, der hat ja auch eine Aerodynamik wie so ein Pappkarton, die DF. Da komme ich doch. Boah, das war jetzt ein Labyrinth. Jetzt haben wir so ein paar Killer-Kakteen hier. Killer. Wow. Ja, ist vielleicht auch nicht so fett durchheizen, ne? Immer so geil, wenn man über so einen Berg fliegt und hofft, dass auf der anderen Seite dann das Wasser auftaucht. Und dann tut's es nicht. Da kommt der nächste Graben. Ja, die nächste Einöde. Nee, aber ich glaube, ich bin sehr gut hier. Ich rieche schon Salz. Ich glaube, ich habe auch schon eine Möwe gehört. Das kann ich nicht. Salzsäure vielleicht. Ja. Ich rieche schon die Salzsäure. Das erinnert mich immer an Hörsten. Nee, ich glaube, es ist super. Ich glaube, hier hinter der nächsten Kuppe ist richtig geiles Wasser. In der nächsten Kuppe sitzt die nächste Puppe. Aua. Ich schaff's nicht bis hin. Weil? Flink schon wieder rot. Über dagegen fliegst du. Nee, ich flieg hier aber wirklich auf Zehenspitzen. Ganz vorsichtig auf Zehenspitzen und blinkt schon wieder rot hier. Das so, der nächste, der stirbt, kann eh dann mit der Red kommen, weil ne, wir müssen ja uns wieder dann abholen lassen, wenn wir nicht zurückfliegen müssen. So, ich glaube, ich sehe da unten Wasser. Ich sehe Wasser, Freunde. Guckt euch das an. Meine Nase hat mich nicht getäuscht. Rechts, Kupfer. So. Es müssen nur noch Harvestables auftauchen. Sollen die... hat die schon mal irgendwer gefunden? Nee. Ist ja auch die Frage, wie weit die am Wasser sind, ne? Vielleicht sind die ja auch... keine Ahnung. Bisschen weiter weg. Nein, wie gesagt, ich habe es abgesucht, da wo es Wasser anschlägt, dann gibt es so eine schlammige Zone, da waren auch keine. Vielleicht auf den Inseln, das sind so kleine Inseln weiter im Wasser. Hm. Vielleicht, dass sie dort sind. Hier sollte ich jetzt, glaube ich, nicht runterfahren. Wäre nicht so gut. Muss irgendwie noch einen anderen Weg finden. Ich glaube, wir müssen da nochmal rechts rum. Also irgendwie hänge ich auf Mystic. Ich bin schon wieder in der Arithmetic Zone. Was soll denn das? Auf der Bergkuppe fest. Ist im Kreis gefahren. Nee, in den Steinen verheddert. Nee, One meine ich, weil er schon wieder in der Mystic Zone ist. Ich bin schon wieder hier zu nah am Lorville, aber es ist der einzige Weg, um da hochzukommen. Vielleicht leitet mich ja der Autopilot direkt. So, wo seid ihr denn überhaupt? Halt dich für Gerüchte. Ja, ich auch. Aber die Hoffnung stirbt doch bekanntlich. Direkt ganz bestimmt, aber auch indirekt. Ja. Oh Mann, ich bin so hoch noch. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich glaube, da hinten geht's runter, oder? Ha, ich glaube ja. Wir müssen ein bisschen rechts, oder noch? Ja, genau. Da muss es runtergehen. Wenn ich mal hochkäme. Allein ist nicht alles. Gerade eine gute Aussicht. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich da Wasser sehe. So, ich glaube, hier kommen wir runter. Das versuchen wir jetzt. Ja, ich sehe Wasser ganz. Das sind die Tränen in deinen Augen. Deswegen der Salzgeschmack. Ja.
piep, piep. Da hinten sehe ich Wasser, aber ist noch weit. Ja, ja, pass auf, fahr nicht zu schnell, weil irgendwann kommt eine Steilklippe. So, ich würde sagen, hier halten wir mal an jetzt. Und gucken uns das Ganze mal hier zu Fuß an. Ne, so. Zack, zack. Puff. Und absteigen. Ja, höchstens die billigste Absteigung. Geht das schon wieder los? So. Gucken wir mal, ob wir hier so ein bisschen was finden. Hier sind auf jeden Fall schon mal so ein paar Fässer. Ist ja keine gute Voraussetzung für irgendwas, was wächst. Das sind vielleicht die Konserven, die eingeweckten Dinger schon drin. Ja. Hat jemand einen Dosenöffner dabei? Der Stinkefisch da, oder? Wie heißt das? Ja, Stinkefrucht. Der stinkende Fisch. Oh, wo war denn das her? Mensch, der Fisch, der Fisch, der stinkende. Hier sieht es erstmal nie nach irgendwelchen Früchten aus. Aber hier ist ein bisschen so ein paar Korallen liegen hier rum. Immerhin. So, jetzt einfach hier mal die Küste lang. Oh, wenn irgendwann Tiere da sind, das ist so, wird so geil, ne? Ja. Ob man angeln kann irgendwann? Bestimmt. Meinst du? Bestimmt. Ein Angel-Minigame. Das gibt es doch mittlerweile in jedem Open-World-Ding, ein Angel-Minigame. Stimmt. Wenn Monster Hunter sogar sowas hat, ne? Ja, Reddit hat es drin und zig andere. Final Fantasy kannst du angeln. Horizon dann Space-Wale angeln. So, hier müssen wir, glaube ich, irgendwie versuchen rüberzukommen hier. Mit der Mega-Harpune an der 819, in der 890. Nein, das wird wohl nix. Ein bisschen hoch, glaube ich. Da gibt es bestimmt dann auch so eine grüne 890, wo Greenpeace draufsteht. Und die Walfänger abdrängt. Nee, das wird nix. Das wird nix. Also, running up the hill. Ich hab was gehört. Ah, das war der kleine Puck. Doniert? Ja, da war wieder so über diese ganzen Steinfragmente drüber zu fliegen. Und dann, wenn man landet, man kommt genau auf unter so eine Steinkante, dann bleibt man hängen. Dieser Container auf dem Rücken, der hört sich an, als wenn ich irgendwie eine Blechbox dabei habe. Naja, ist es ja auch irgendwie, ne? Aber trotzdem, ganz geil aus, das Ding. Ja. Wenn man irgendwann mal Inverse Fasching feiert, dann gehe ich als Ghostbuster. Das passt total. So, ich hoffe, wir kommen hier irgendwo rum. Ich hoffe, der kann irgendwann auch mal so normal auf Steine klettern. Weißt du, ohne gelbe Kante. Einfach, dass er weiß, da kann man jetzt klettern und dann klettert er halt. Nein, immer diese Fallposition. Ja. Also, da kannst du nicht mal schießen oder sonst was. Oh nein. Oder schießen kannst, aber boxen. Komm jetzt mal mit der Rette. Ja, rette uns. ich hoffe, ich vergriesknaddel mich hier nicht, ey. Aber ich glaube, kommen wir da vielleicht lang? Nee. Ist aber auch. Wie im echten Leben. Kommst du nicht so lang? Hm. Hast du eine Nox im echten Leben? Oh, das ist schön. So, hier vielleicht. Den an der Kreuzung. Bedenkt, wie die bei Star Wars da durchgerauscht sind, gerade durch die Wälder mit den Hot-Tags. Es wäre auch geil, wenn es irgendwo so... Ja, Revan, du bist da hinten, glaube ich, ganz gut. Da hinten ist... Da ist nichts, ne? Oder? Nee, da ist Fläche. Ja, das ist ganz gut, ey. Da wollen wir auch mal hinkommen. Was soll ich sagen? Vergessen.
Ach so, was ich cool finden würde, wenn es halt so auch so Harvestables gibt, die so ganz schwer zu erreichen sind. Weißt du, so, wo du wirklich klettern musst und gucken musst und suchen musst und dann erst findest du sie. Irgendwo. Wie so ein Edelweiß. Ja. Ich hoffe, dass die das reinbringen, dass es so Harvestables gibt, also erntbare Geschichten, die halt so ganz selten sind und irre wertvoll. Ne, dass du auch so einen Ansporn hast zu suchen, weil wenn du weißt, das kostet kriegst du eh nur ein UEC für, dann, ja, was willst du denn dann damit? Ja, es reicht doch, wenn sie selten sind. Wenn du dann die persistenten Haps und Hangers hast, kannst du das auf den Tisch legen und dann jedem zeigen. Edge, ich habe einen gefunden. Ja, aber ihr seid momentan bloß an am See, gell? Das sage ich euch gleich. Ja. Ja, schon mal überhaupt erstmal Wasser. Aber See ist ja gut, oder? Oder muss es Meer sein? Ich weiß sein? Es nicht, muss ja, es am Patch Meer Note sein? Steht Swallowed Coastlines, also... Eine Küste ist das ja nicht. Küstenlinie. Na ja, gut. Ich schau mal, wo hier was ist, Küste. Ja, scoute mal die Küste auf. Wenn ich 100 Kilometer irgendwo. Weil hier das nächste ist auch wieder ein See. Ja, direkt beim Hürstentower raus ist ja wirklich die große Küste. Da bin ich ja vorhin geflogen, da war aber nichts. Wie heißt denn die Station, was da gleich in der Nähe ist? Edmund oder so, oder? Nicht Elbridge? Ja, so ganz Edmund in der Nähe ist aber nicht, also ich schon noch. Edenbridge, die liegt direkt am Wasser, die ist wunderschön. Aber da ist dunkel, ne? Nee, das ist direkt bei Lorville. Okay. Ich glaube, es war Edmund oder Elbridge. Eine von beiden. Irgendwas mit E. Ja, aber ich fand die Idee gar nicht schlecht, nochmal irgendwo hinzufliegen, wo ein bisschen anderes Biom ist. Ja. Also nicht das. Also hier. Da, wo ich jetzt bin, da ist jetzt Küste. Hä? Hey? Die Entfernung. Wenn nochmal 15 Kilometer da, oder? 6 Kilometer sind das, was würde gehen. Okay. Bin noch nicht ganz da, aber da fängt die Küste an. Puck, ja, sagst du. Okay. Dann düsen wir zu Puck. Meine 6 Kilometer ist ja nix, oder? Die Coast Guards, die Küstenwache. Pamela, warte auf mich. Baywatch. Fällt das Teil eigentlich auch über Wasser? Nee. Der erste Mutige findet's raus. Leider nicht. Noch nicht. Zurück in die Zukunft schon nicht geklappt mit dem Hoverboard über Wasser. Und, Revan, wie sieht's aus? Bist du schon am Wasser, oder? Nee, bin noch nicht dort. Immer noch nicht? Boah. Aber ich seh's da hinten schon. Ist der vor mir? Boah, es wird nur noch Sekunden dauern, dann sind wir tot, ne? Ich glaube, jetzt ist es soweit. Boom! Boah. Noch kein Donner gehört. Nee, wäre es nicht intelligenter, die verbleibenden Bikes einfach mal in die Red zu stecken und ans Wasser uns fliegen zu lassen und dann wieder einzusteigen? Ja. Ob sie reingehen, weiß ich nicht, weil ihr knallt gegen die Decke, wenn da reinfliegt. Aber wir wollen noch eine Bike-Tour machen. Ja. Ich hab die Nox schon in der Pisces gehabt, das ging. Bin von Magda nach Microtech, hab sie dort wieder ausgeladen und bin da rumgeflogen. Ist die Decke nicht so hoch, da fliegt sie dann. Naja, ja, die Red ist schon grenzwertig, beziehungsweise die Kappe ist sowieso. Wenn sie in eine Pisces geht, dann geht die auch in eine Red. Der Trick dabei ist, du musst das Bike ausschalten und sie dann mit der Klappe aufgabeln. Also nicht das Bike in das Schiff fliegen, sondern das Schiff unter das Bike schieben. Wie einfach zum Verladen. Oder mit Schwung rein und ausschalten, dann sieht es nach unten. Aber wenn du draus fliegst, dann war es trotzdem gegen die Decke.
So, hier ist auf jeden Fall nochmal Wasser. So, hier kommt die Küste. Jetzt bist du erst bei der Küste. Oh, kannst du, ja, kannst ich bin vergessen. Hingelaufen jetzt. Das sind so, 300 Meter von der Red weg. Das sind 300 Meter von der Red weg. Da unten habert schon. Ja, ich glaube, ihr könnt euch den Weg sparen. Hast du es gefunden? Ja. Nee. Doch. Echt? Ja. Geil. Nicht einsammeln. Wo bist du? Nee, momentan sieht es nicht so aus, als... Oh, du bist ja direkt da bei mir. Scheint nicht alle Früchte zu haben. Also, da scheint nicht jede Pflanze Früchte zu haben, die man harvesten kann. Aber so sehen die aus. Okay, warte, warte. Such die mal ab, alle hier. Ja, du bist 50 Kilometer weg. Ich dachte, ich habe gerade 15 Meter gelesen. Also das sind die Pflanzen auf jeden Fall. Ob die jetzt schon Harvestables dran haben, weiß ich nicht. Dann guck mal kurz, ob du sie nehmen könntest, theoretisch. Oder noch besser, hol mich mal ab und merk dir die Stelle. Ich bin gleich da. Bei mir? Nee, bei One, weil dann kann er... Dann nützt mir ja nichts. So, ich düse mal hier runter. Wahrscheinlich bin ich eh dann gleich bei dir, Puck. Noch nicht. Oh. Du bist noch 7-8 Kilometer weg. Da fliege ich halt einmal zu euch hin. Irgendwer müsste mich abholen. Aber auch nur, wenn die Früchte sind. Das sind die Pflanzen, die Früchte tragen, aber das sind keine Früchte dran. Also. Ach so, du hast also noch keine Frucht jetzt. Noch keine. Also es sind Früchte dran, aber die sind noch zu klein zum Ernten. Aber dann wirst du mal, wie die live aussehen. Aber bist du schon an der Pflanze dran gewesen und hast probiert? Ja, ja. Ich glaube, hier sind ganz viele. Das ist stark. Vielleicht muss man sie erst bei Sonnenuntergang ernten. Nee, Origin. Also dann abgeht. Aber da gibt es verschiedene Größen. Da gibt es welche, die sind ganz klein und mittelgroß. Und eine hat bestimmt dann so eine ganz große reife Frucht dran. Durchgedrückt. So. Aber dann wirst du zumindest nach was du suchen müsst. Du kannst viel erzählen. Ich glaube dir kein Wort. Wie mit den Pilzen, ne? Genau. So. Die hab ich, glaube ich, noch im Rucksack. Hier müssen auch welche sein. Ne, liegen halt gleich mal hinter, genau. Schöne Korallensteine. Ne, das sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. So, einen Seestern will ich auch noch finden. Schade, dass man die noch nicht mitnehmen kann, ne? Ja, hier liegen auf jeden Fall so Korallen rum. Aber ohne Früchte. Bist du direkt am Wasser? Nee, der ist da oben. So. Das ist ein ganzes Feld, 700 Meter von euch weg. Ah, hier werden die Früchte schon größer. Ich bin echt so, ich bin so der übelste Harvest-Loser, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube noch nie was gefunden. Außer in den Höhlen. Die Kacke. Die finde ich dauernd. Antukacke, ja. Ja, genau. Ne? Aber so in der freien Wildbahn, es soll ja auch Bäume geben, wo was dran ist. Nie gefunden. Ja, nie. Ja, das werde ich als nächstes suchen, die Bäume. Die Apfelbäume. Als nächstes? Wie, du meinst als nächstes nach was? Ja, wenn wir die Eierpflanze hier gefunden haben. Achso, na gut. Pilz habe ich ja schon einen Check dran. Ja, das stimmt. Soll ich die mir draufnehmen zu? Soll ich euch irgendjemanden abholen? Ich stehe über euch. Ja, das wäre super. Dann bring uns mal zu One. Dann gucken wir uns das Ganze mal von der Nähe an. Und gucken erstmal, ob das auch stimmt. So. Ist ja wunderbar. Hier sind mehrere Felder mit den Dingern. Manche haben so ganz mini wie Knospen bloß dran, die anderen sind schon ein bisschen größer und manche sogar relativ groß. Und dann gibt es wahrscheinlich die eine in dem Feld, die dann eine reife Frucht hat. Soll ich jetzt hier landen? Ja, lande, wo Platz ist, wir kommen. Kommst du mit, Revan, oder? Lass mal die Bikes hier und holen die nachher wieder ab. Hust, hust. Ich bin aber eh schon da. Was sagst du? Kommst du rauf, oder? Na, ist das Sitkunde jetzt hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Ich komme rein jetzt. Okay, warte, dann laufe ich
Ne, ich lande ich oben mal. Ja. Alle drin? Nee, ich noch nicht. Also du kannst, wenn du raufkommst, warte hier oben. Ja, dann fliege ich. Oh, jetzt bin ich rausgefallen. Oh! Ja, wieder zu weit hinten gestanden, wa? Ja, nee, ich stand in der Luke und dann hast du mich wahrscheinlich mit deinem Fahrtwind rausgeblasen und mich gestorben. Was, gestorben? Ja, du hast das so gemacht, so. Ich flieg los, boah, bist du losgeflogen. Ich hatte keine Chance. Die Frage war ja vorher schon alles an Bord. Die Frage muss aber noch sein, alle sicher an Bord. Alle hingesetzt. Nee, soll alle ich, an Bord jetzt halt. Sicher, alle ich bin dann Pipi gemacht. Soll ich, bleiben wir jetzt hier stehen oder fliegen wir weiter? Ich fliege jetzt hoch, ich muss sehen, ob du schon jetzt wieder drin bist. Ich bin wieder drin. Gleich da vor dir. Ja, ich sehe dich. Ist ja wie ein Busservice hier. Das ist eigentlich immer gut, wenn man bei so einer Tour jemand dabei hat, der einfach das Schiff fliegt, ne? Ja. So wie so ein Busfahrer auf so einer auf so einem Urlaub, genau, so ein Urlaub, der dann immer wieder einen wieder abholt irgendwo. So, alles sicher? Warte. Geh bloß nicht in die Luke. Dabei auf die Toilette hier hin. So, sicher. Geh nicht auf die Luke, sonst machst du den Skywalker. So, kann die, sicher. Okay. Kann losgehen. So, dann auf nach One. Und seinen angeblichen Pflanzen. Ich bin doch hier Ornithologe. Nee, wie heißt der? Botaniker. Du erzählst vielleicht schon eine Reif. Ja, Botanologe. Das wäre natürlich auch interessant, wenn man sich da hinsetzt und wartet. Die vielleicht mit einer Wasserflasche gießt, dass aber die hier, vielleicht tatsächlich. Hier ist doch überhaupt gar kein Wasser, hier kann doch diese Pflanze gar nicht sein. An der Küstenlinie, ihr landet gerade drauf. Hä? Aber hier ist doch gar keine Küste. Ja, gut, okay, ja. Aber. Ja, will ja bloß zeigen, wie es cool hier ausschaut. Sind wir jetzt drauf gelandet? Ja, ein paar habt ihr zermatscht. Nee, ja, da wissen wir nicht, wie es ausschaut. Jetzt habt ihr sie zermatscht und jetzt ist sie despawned. Hm. Schauen wir doch mal. Also diese Stimmung hier mit der Sonne, jetzt da dieser Lichteinfall. So, wo ist er? Er musste erstmal einen One finden. So, wo soll sie denn sein? Ja, hier die ganzen flach gedrückten Algen mit den orangen Früchten. Und da sitzt bei den großen, hier gibt es welche mit ganz kleinen Früchten und welche mit mittleren. Und bei den ganz großen, die sitzen dann so zwei, drei in der Mitte. Wo ist denn da eine Frucht? Das sind so orange Knupsels? Genau, so sehen die Früchte auch aus. Das sieht und das sind dann wirklich so richtig handgroß, faustgroß. Und die sitzen hier als Herz genau in der Mitte. Die Menschen alle abgepflückt sind. Aber dann wirst du zumindest nach Wasser suchen müsst. Ja, guter Punkt. Oh, meine Nox sieht ja cool aus. Guck, schau die Fußabdrücke. Rein. Die hat so ein rotes Licht, das blinkt wie bei Hell aus. Schau doch mal die Fußabdrücke hier im Schlamm. Mit Profilanzeige. Also zumindest sehen so die Pflanzen aus. Und hier sind ganze Felder davon. Ja, vielleicht sind die aber auch nicht. Können wir die nicht ernten, weil die nicht an der Küste direkt sind. Richtig, aber es ging ja nur darum, mal zu schauen, weil hier sind die Früchte auch kleiner. Ja, stimmt, die werden dann immer so ein bisschen kleiner, ne? Ja, weiter außen sind sie kleiner. Aber dass du mal zumindest wisst, wonach ihr gucken müsst, darum ging es mir eigentlich. Ja. Ja, aber ganz geil, oder? Wenn das wirklich so wäre, dass die verschiedene Stadien haben, ne? Dass man wirklich auch welche findet, die nicht reif sind. Jeden Fall. Und dass, wenn man dann nächste Woche wiederkommt, genau an diesem Busch, dann sind die reif. Ja, irgendwann wird es ja so sein, ne, dass wir solche Sachen auch bei uns in den, wo wir unser Lager aufbauen oder unsere Station bauen, anbauen können. Ne? Und dann wird es ja auch so sein, dass die dann wachsen. Und auf irgendwelchen, hier auf der Beauty Bountiful Harvestal Farm, da waren doch auch extra so Gewächshäuser, Kuppeln, kleine, so ringsum um die Station. Genau, diese achteckigen Dagger, die. Genau, mit der Glaskuppel.
Kann ich mich noch erinnern an 2.4, 5? War schon ewig nicht mehr bei den Dingern. Naja, wir können ja von hier aus mal den Dingern folgen, weil hier sind mehrere Felder. Also wachsen die auf diesem grauen, graubraunen Untergrund hier, der etwas dunkler ist. Also nicht auf diesem. Ah, hier wird es jetzt schon wieder so ein bisschen. Hier werden sie schon wieder so ein bisschen kleiner. Vielleicht muss man auch einfach die Mitte finden des Feldes. Ja. Aber zumindest wissen wir jetzt, wonach wir suchen müssen. Ja. Nur mein Ding Noxi, die glüht schon. Ja, jetzt geht die Sonne eh unter. Wollen wir dann nochmal woanders hinfliegen? Jetzt, wo wir schon nah dran sind. Ja, aber zum Beispiel anderes. Nochmal so zu so einem richtigen Meer. Nicht weniger. Ja, vielleicht müssen wir auch in eine andere Region, die so ein bisschen wärmer oder kälter ist. Vielleicht. Das war der Gedanke. Aber zumindest haben wir schon mal gesehen, dass diese Pflanzen zumindest existieren. Vielleicht haben sie auch die Harvestables noch gar nicht dabei. Doch, die haben das ja angekündigt. Die können ja nicht mal ankündigen oder nicht reinmachen. Das geht nicht. Muss dabei sein. Ach ja, das Ding. Doch, die sind bestimmt dabei. Ja. Vielleicht genau hier rund um Lorwell vielleicht nicht und eher außen. Ja, wollen wir nochmal einen kleinen Sprung machen? Nochmal in Richtung Sonne irgendwie vielleicht? Gerne. Mal machen. Na los, machen wir das. Alle an Bord. Einer. Ist schon jeder an Bord jetzt? Ich fliege trotzdem mal ein bisschen hier die Küste ab, bis ich platze, dann wache ich sowieso bei euch auf. Weil die Nox macht es nicht mehr lang. Na gut, so, dann sind wir an Bord jetzt. Ich mach zu. Nee. Achso, mach's schon. Wenn sie das wieder rausfallen. Fallout. Ah, du bist am Töpfchen, ne? Ja. Die Tür lässt sich leider nicht schließen. Ja, Hauptsache, du machst keine Geräusche. Nur Geruchsbelästigung. Das Moor des ewigen Gestanks. Riecht man das eigentlich in der Cutlass? Das wär's noch, ne? Geruchs. Nein, ich meine, unterscheidet sich der Geruch dann wesentlich von dem der Rest des Schiffes? Verstehe ich jetzt nicht. Das will man nicht verstehen, glaube ich. Die Red ist dir gepflegt. Das ist doch ein Drake-Schiff. Da ist die Frage, ob sich der Geruch von der Toilette wesentlich von dem Restgeruch des Schiffes unterscheidet. Ich verstehe es nicht. Okay, du willst es nicht verstehen. Ich verstehe, was du nicht verstehst. Gucken, ob wir hier jetzt was finden. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Aber ich glaube ja. Wo steht die Sonne? Ah, die müsste ja gerade aufgehen wahrscheinlich, ne? Ja, mehr Mittagszeit. Okay. So, hier unten. Wenn das nicht eine Coastline ist, ne? Dann weiß ich auch nicht.
Ja, und ich finde, bei solchen Ausflügen, da wird immer so erstmal so richtig deutlich, was es bedeutet, irgendwann mal sich irgendwo eine Homebase zu bauen. Mhm. Ja, wie willst du die? Die findet doch nie einer, wenn das nicht. Also der Zufall muss so groß sein, dass, klar, ich meine, jetzt sind wir hier nur in Stanton, aber irgendwann haben wir zig Monde und Planeten. Wie soll da irgendwer zufällig irgendwo einen kleinen Fleck irgendwo finden mit deiner Homebase? Das ist fast unmöglich. Glaube ich. Vor allem den perfekten Fleck zu finden, wo man sie hinstellt, dann, gell? Mit ja, ja, klar. Das ich würde auf diese kleine Insel da unten packen. Auf Microdector. So, wenn hier nicht die. Hier wachsen die Früchte, ich weiß das. Ich warte, bis Tohil da ist. Vorher baue ich kein Haus. Bis wer da ist? Tohil-System. Ach so. Ach, das. Das ist das, wo Origin, wo die ganzen Origin-Werbevideos aufgenommen werden. Ah. Da, wo Palmen sind und Sandstrand und alles Bahama-like. Oh, das wird aber teuer, sag ich dir. Da, das musst du dir aber erstmal leisten können. Wie heißt der? Naja. Die immer diese Käferplage da haben. Der Backplanet. Nee, das war ein anderer Film. Nee, aber da gibt's ja lore-technisch ja einen Planeten. Die haben dann ja einmal im Jahr so eine Käferplage, die so. Naja, das ist dann Grillsaison. Genau, Schaschlik. So, dann runter. Und dann gucken wir mal. Und dann schwärmen wir mal aus. Jetzt haben wir natürlich keine Bikes mehr. Du kannst ja schon mal so gucken, ob du irgendwas siehst. Aber wir können ja auch einfach mal gucken. Das was sagst du? Die passen da. Gelandet? Jo. Davon der vier. Aua. Diese Türen, die immer einem vor der Nase zugehen, ne? Oh, zuppel, zuppel. So, und wie ist das Wetter? Hörsten-like. Ja. Ein leichtes Hörsten von Südost. So ist natürlich, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist man natürlich da, sucht man natürlich wirklich viel, also lange, ne, nach diesen Pflanzen. Ja, ob sie überhaupt vom Bike aus gesehen hättest, diese Tlankugala. Ja, stimmt schon. Gesehen. Ich war mit dem Bike unterwegs und hab sie gesehen. Ich sehe alles. Aber die Matschabdrücke, die sind auch sehr schön. Habe ich etwas gefunden. Oh, da ist nochmal ein kleiner See hier. Ah, die habe ich auch noch nicht gesehen hier, diese komischen grünen kleinen. Die kleinen grünen Männchen? Die kleinen grünen Tankdinger. Ich weiß gar nicht, wie sie beschreiben soll. Ah, muss ich ins Wasser gehen hier. Seetank. Das ist, wenn der Tonk schwimmt. Das ist dann Seetonk. Seetonk, genau. Wir bräuchten so Trüffel. Trüffelschweine, ja? Trüffelschweine, die suchen. Lauf! Weak, weak, weak! Weak, 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 weak! Also, aber trotzdem geil. Also ich muss sagen, echt schön, ne? Man ist einfach, jeder Planet ist so eine Sache für sich, finde ich. Ne? Ist auch, meine, klar, saudreckig, aber trotzdem geil. Irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise. Aber eine Butze würde ich mir trotzdem nicht bauen hier. Nee. Obwohl, Material liegt genug rum, ne? Ja. Alter, der Seetang ist hier alles abgestorben, da ist nichts dran. Was im Wasser ist. Ja, nee, ich glaube, dass der Untergrund muss dann schon ein bisschen so schlammig und dunkelbraun sein, nicht so rötlich. Meinst du so ein bisschen weiter ins Innere? Weil ich glaube, das kann das Spiel dann auch gar nicht berechnen, weil ja das Wasser schlägt ja gegen die Küste und da denke ich mal, da gibt es dann ein paar hundert Meter weit einen Streifen, wo die dann gar nicht sowas bauen können, weil das diese Übergangszone ist. Ich denke schon, dass das ein Stück weiter weg ist. Nicht direkt am Wasser. Es sind zumindest diese Bäume. So, wie sagt man?
zu dem. Ich will hier. Nee, egal. ich wollte schon gerade wieder den Vergleich zu Elite machen, weil immer viele das immer so vergleichen. So, ja, Elite ist ja aber auch schon viel besser und fertig. So, und ich mir denke so, Alter, aber guckt euch dann, macht das diese Grafik hier an. Das ist doch heute überhaupt nichts damit zu tun. Weniger ist leichter fertig zu machen und schneller als mehr, ne? Genau. Aber haben sie jetzt auch Probleme in der Alpha mit der Technik? Das ganze begehbar zu machen. Zudem ist das noch nicht mal eine Alpha. Wer hat das gesagt? Ich war das nicht. Böse Zungen behaupten. Da fallen die Frames jetzt auch in den Keller. Hast du dir jetzt ein Origin-Schiff genommen, weil du denkst, du hast jetzt ja. Glück? Aber wenn du das jetzt findest, ne? Dann die verbraucht nicht alles. So viel und über dem Boden und die lässt sich gut steuern und die ist halt übersichtlich, die verdeckt dir nicht einen halben Bildschirm. Und die struggelt halt auch nicht so gegen Planeten. Was man auch mal testen könnte, ich weiß nicht, hattest du das auf Microtech zufällig gemacht worden, ob man die Harvestables scannen kann? Kann man nicht scannen, hab ich. Kann man nicht scannen, okay. Habe ich versucht. Taucht zwar alles Mögliche auf. Ich meine, vielleicht in der Red, weil die ja Bioscanner hat. Vielleicht kann man die später mal mit dedizierten Science-Schiffen wie der Reliant Zen oder so. Was dann tatsächlich so Bioscanner gibt. Oh, die fliegenden Bäume hier von Hörsten. Schön. Also Pseudo-Erdbeeren finde ich hier genügend bei die Kakteen. Ja, also das, ja. Du Abendfrühchen. Aber es hat auch die Frage, was ist Coastline, ne? Ja, Küstenlinie. Ja, aber was, wo hört es auf und wo fängt es an, meine ich? Ja, das. Das ist, eigentlich ist das hier unten die Coastline. Früchte. Es ist, wird auch mal interessant, wenn du irgendwann solche Sachen suchen musst, weil du am Verhungern bist, ne? Ja. Mhm. Dass du dann echt losrennst und dann in der Hoffnung, du findest was, sonst gehst du drauf. Aber wenn das so sporadisch spawnt, hier, dann beiß ich da rein in so ein Ding. Aber dann gibt es bestimmt so einen Delivery-Service. Da kommt dann hier die Bennys Nudel. Nudelflieger genau. Und die Nudel halt sie. Genau, und die bringt ja dann quasi die Nudeln vor Ort. Der Pizzaservice sozusagen. Das wäre auch mal eine schöne Berufsrichtung. Lieferant? Ja. Pizzalieferant. Das sich echt lohnt. Getränke und. Ja, also eine Frage, ob man Bock drauf hat, ne? Würdest du ja kannst du dann deine auch Preise. Kannst du deine Preise dementsprechend machen, wenn du es weiterführen musst? Genau, die beste Pizza Salami im Verse. Okay. Ich würde echt, also einmal was Harvestable, wie die es finden, ey, das muss doch drin sein. Das kann doch nicht sein. Extra nächsten Tag auf Microtech noch auf Bildsuche gewesen. Hast du was gefunden? Nee. Wenn ihr Lust habt, ich kann euch hinbringen. Ich weiß die Stelle. Die wachsen nur dort, oder wie? Nein, die müssen überall wachsen. Ich hab sie mehr. Ja, zumindest auf diesem Äquatorialstreifen. Der zieht sich ja einmal um Planeten. Da siehst du von oben sogar, dass das eher so ein dunkler Streifen ist, der einmal rumgeht. Allzu weit weg davon habe ich keine mehr gefunden. Oh, die habe ich noch nicht gesehen hier. Sieht auch ganz geil aus. Es war ja, wo ist das bei No Man's Sky, ne? Da kannst du doch so Pflanzen scannen oder so aufnehmen in deine Bibliothek, ne? Wenn du die noch nicht gefunden hast. Ja. Das
Würde ich übrigens auch cool finden, wenn das irgendwie so geht. Ja, dass du so eine Art Flora-Bibliothek ja. irgendwie anlegen kannst. Später sie so einen Multitool-Aufsatz bekommen für Explorieren und so, dass du das mit sie kommen Tricorder in der Hand hast. Ja, ja, genau sowas. Ja, dass es halt schon natürlich in der Datenbank schon drin ist, aber du nimmst es dann irgendwie auf. So als deine Frucht. Steht dann im großen botanischen Albernach von Hirsten. Sitco Eggplant. Genau, gefunden wahrscheinlich war das Ding da hinten da, war super selten. Das ist 1 zu 100 oder 1000 gegenüber so einem Harvestable. Aber wir finden ihn nicht. Das hast du schon mal gesagt. Und dann habe ich einen ganzen Sack voll gefunden. Hm. Diese maßlosen Übertreibungen immer. Ja, also ich habe eine Stelle gefunden, da standen 4 solche Baumstümpfe. Das musste mal. Das stimmt. Finde 5 und dann können wir weiterreden. Ne, das ist das, die sind die Leute, die lehnen sich sehr, sehr weit aus dem Fenster und haben aber niemand, denen hinten die Füße festhält. Also, ich fliege jetzt Coastline ab. Nice. Noch keine so dunklen Stellen mehr, wie es vorhin waren. Hier geht die Sonne schon wieder unter, ne? Ah, es sieht so gut aus. Ja. Alles zu trocken. Diese Farben, ne? Ich finde das auch so geil, wie das so nach hinten zum Horizont dann so diese Farbe so annimmt und so Farbe verliert einfach, ne? Das ist geil. Sieht man den Mond? Wer heißt das? Ita, was ist das? Ita von Tese. Also hier habe ich diese komische Bodenpflanze jetzt noch gar nicht gefunden. Also noch gar auch noch nicht mal gesehen. Im Ansatz noch nicht mal. Was sagst du? Ich renne da gerade jetzt da über den Hügel rauf, da scheint ein anderes Biom anzufangen. Okay. Sind da die Bäume wieder anders? Diese Schwefelminen, die sind auch hier in der Nähe. Was heißt in der Nähe? Also vom All aus haben wir es ja gesehen, ne? Ja, ja, aber da ist ja keine Coast. Ja, eben, ne? Das muss ja irgendwo. Aber vielleicht ist das auch wirklich so, dass das immer so an nur bestimmten äquatorischen Gebieten ja, also da irgendwo. Ich denke mal nicht, dass es zu nah am Wasser ist. Hm. Oh, jetzt hat sich hier so ein Biom, wo diese Bäume, wo die anderen Bäume da noch sind. Das ist direkt, ja, das ist direkt so um 1, dann die Ausläufer. Da beim Wasser noch. Jetzt habe ich hier so ein Schlammareal gefunden, wo das Wasser an die Küste schlägt. Das aber. Da ist bloß Schlamm meistens. Schlamm und ein paar Abgestorbenen. Nee, das ist Haufengrünzeug. Aber nicht das, was man sucht. So weit zu Fuß bin ich überhaupt noch nie gelaufen. Ja, das ist gut für die Gesundheit. Naja, vielleicht nicht hier. Ja. Wir hätten eigentlich alle die Lorbeer-Tüte aufsetzen sollen. Ja, genau. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal Feierabend. Wir suchen jetzt noch ein bisschen. Wenn wir noch was finden sollten, dann gibt's noch einen kleinen Cut. Aber ansonsten soll es das gewesen sein, was wir nicht unnötig in Länge ziehen. Wir haben wieder nichts gefunden, wie immer. Irgendwann eines Tages wird es ein Video geben, wo ich was finde. So, vorher höre ich nicht auf mit Star Citizen. Also Freunde, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. One, Revan und jo. Puck. Tschüss. Jo. Tschüss. Tschüss.